Und weiter geht's. Nachdem wir die Stadt erfolgreich verteidigt haben, looten wir uns jetzt eigentlich hier nur noch einmal komplett durch. Die Hauptquest ist hier unten. Ist zur Hauptstadt zurück? Ja, zur Hauptstadt zurück. So, hier sind... Hörner erklangen. Mewe erkannte sie sofort als die der lyrischen Vorhut. Sie zog das Schwert und machte sich auf die Konfrontation gefasst. Doch wer da auf ihre Kämpfer zustürmte, waren keine Nilfgaarder, sondern bärtige Krieger in Leder und mit gehörnten Helmen. Die Königin traute ihren Augen nicht. Plünderer aus Kellige? So weit im Inland? Doch es blieb keine Zeit zum Rätselraten. Mewe gab ihrem Pferd die Sporen und sie stürzten sich gemeinsam ins Gefecht. Okay, gegen Skellige. Interessant. Oh, das ist Gudmund, den wir gezogen haben, der 150 Stärke hat. Skelliger kämpfen anders als die anderen Leute des Nordens. Mit einem Lied auf den Lippen werfen sie sich ins gegnerische Schwert. Mit einem Lächeln im Herzen heißen sie Pfeilsalven willkommen und Verwundungen nehmen sie kaum zur Kenntnis. Diese Leute zu besiegen ist nicht einfach, aber möglich, wie Mewe zu beweisen gedachte. Boah, 100. Ich glaube, wir müssen dem irgendwie 150 Schaden machen. Ich hoffe, der hat irgendwas so von wegen, halbiere jede Runde die Stärke dieses Charakters. Das wäre was. Das wäre gut. Erstmal Karten verbergen. Erstmal gucken. Zwinge nach einem Zug zu Beginn des Zugs die stärkste Einheit, Gudmund Flinkzunge, Schaden in Höhe ihrer eigenen Stärke hinzuzufügen. Fügt dann der Einheit Schaden in Höhe seiner Stärke zu. Okay. Also eigentlich müssen wir nur 150 Stärke. Zwinge nach einem Zug zu Beginn des Zuges die stärkste Einheit. Boah, krass. Nee, never. Wir werden halt einfach richtig umgelatzt. Die stärkste Einheit. Dann bringen die ja alle nicht so wirklich was. Das wird nicht passieren. Oh, warte mal. Hätten wir das machen können auf den? Bestimmt nicht. Nee, da stand extra Bosse, geht nicht. Aber lässt es gut. Die Regisseuren kommen eh nicht zu, weil unsere Kreaturen einfach weggebumst werden, ne? Skellige! Renard! Was zum Teufel machen Piraten hier? 150 Stärke, ich bitte dich. Wie soll das denn bitte gehen? Macht er das jedes Mal nach jedem Zug? Macht er das? Das ist doch viel zu krass. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Also wir müssen den einfach töten, anders können wir nicht gewinnen. Macht der auch seine eigenen? Wenn wir jetzt einen Zweier spielen, kämpft er dann gegen seine eigene? Ja, der kämpft gegen... Ach krass. Nee, dann geht das ja locker. Dann schaffen wir das ja easy. Dann müssen wir jetzt nur drunter bleiben einfach. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Der ist jetzt halt groß, aber dafür kommen die drunter. Das schaffen wir ja locker. Ach, immer wenn wir Schaden kriegen, verstärken die sich. Ach ja, das geht ja locker. Das kriegen wir easy hin. Macht der einen Bolzen. Mehr brauche ich nicht. Dann macht er nochmal Schaden auf den. Ja. Da habe ich ja gar nicht so viel. Wenn es halt auch auf seine eigenen geht, dann ist das ja kein Problem. Wir plündern eure Tempel und kacken auf eure Gewänder. Okay. Mal sehen, was der Stahl so aushält. Ja, dann schießen wir doch jetzt mal, wenn die Reihe gerade voll ist. Schön auf den. Schieß mal auf den, um die nochmal zu verstärken. Weil dann kriegt er jetzt nochmal 11 Schaden, der Junge. Von dem. Die Hälfte haben wir bald schon. Ja, dann gebe ich noch 2 Schaden zu. Wenn es zerstört wird, verbessere sie um 5. Okay. Dann spielen wir mal die Trommler. Wieder und wieder und wieder.
71, wir sind schon über die Hälfte. Drei Schaden zu verbessern, dann eine Einheit auf deiner Hand um 3. Okay, sehr gut. Noch ein Trommler. Die Armee ist kein Platz für Leute wie mich. Balleste. Schütze zu Diensten! Schon bei 50. Du segelst auf stürmischer See, Kumpel. Ich will die Einsatzfähigkeit einer verbündeten Einheit und dann heile sie. 9. Ja, das ist doch gut. Noch ein Kriegstrommler. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Du gehst runter. Dann können wir nochmal hier auf 9 schießen. Rüstung wird ihnen nicht helfen. Und dann kannst du nochmal den umschießen. Und dann kriegt er nochmal Schaden. Das ist aber schon bei 29. Ja. Wir haben jetzt auch schon mehr Punkte als er. Echt Mumm, Weib! Schwarzhahn sucht neue Matrosen. Ich find's geil, dass der die ganze Zeit seine eigenen Leute angreift. Das ist schon witzig eigentlich. Kann ich jetzt? Nein. Fuck. Hätten wir vorher machen müssen. Egal. Schießen wir auf den. Da spielen wir den. Wir müssen einander vertrauen. Der holt den. Ja. Und der holt den. Und dann hast sind wir voll. Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Ich werde jetzt warten, bis er wieder einen tötet. Ach. Das die war's Götter schon. Geben uns heute Rückenwind. Wir können nur passen, ne? Wenn eine andere verbündete Einheit ausgespielt oder in eine andere Reihe verschwommen wird, verschiebe diese Einheit auf die Position neben ihr und verbessere sie um 3. Oh, die ist richtig krass. Ich bin da. Ich verbessere diese Einheit nach 2 Zügen zu Beginn des Zuges, um die Stärke der Einheit zu rechten. Ja. Packen wir mal hier rein. Warum passen? Ich hab doch schon... Ja, der kämpft jetzt gegen Elvon, ist dann tot, oder nicht? Ja. RIP. Wir haben ihn gelatzt. Es war mir wichtig, dass wir nicht gewinnen, weil wir mehr Punkte haben, sondern dass wir die Skelliger kämpften hart und zerstörerisch. Doch die disziplinierten Kämpfer der Königin gewannen schließlich die Oberhand. Wie immer. Die Inselleute schienen ihre Niederlage völlig unbetrüblich zu finden. Ein Zug an ihnen, den ich immer bewundert habe. Ganz schön rauflustig für Landratten. Gudmund Flinkzunge applaudiert der Königin zu ihrem Schneid. Heute Abend werden wir auf eure Gesundheit trinken. Oh, ein Bär. Diese Karte wurde deiner Armee hinzugefügt und kann im Kommandozeug gefunden werden. Die Plünderer bestrafen, die Skellinger gegen Nilfgaard wenden. Ja, das würde ich machen. Eher. Das werden wir noch sehen, guter Herr. Sagt mir, was tut ihr so tief im Inland? Was hat euch vom Meer vertrieben? Fragte Mewe skeptisch. Ha! Dasselbe wie immer. Beute! Die Küste ist schon lange leer geplündert. Also sind wir mit den Drakaren die Yaruga raufgesegelt für Gold und Ehre. Amüsant. Ich hielt euch immer für ehrenhafte Leute. Und wer behauptet was anderes? Eure eigenen Taten. Ihr habt ein Land angegriffen, das bereits überfallen wird. Aber ihr hattet ja immer Angst vor den Kaiserlichen, sagte die Königin vorsichtig. Wie war das, Weib? Gudmund wurde sofort rot vor Zorn. Ich werde dir beweisen, dass du dich irrst, oh Herr. Wir werden noch vor Sonnenuntergang Met aus nilfgaardischen Helmen trinken. Mir nach, Männer! Mewe sah lächelnd zu, wie die Skelliger ihre Sachen packten und sich bereit machten. Sie zweifelte nicht daran, dass Gudmund seinem Schwur alle Ehre machen würde. Lol. So leicht zu manipulieren. Boah, jetzt wird aber hier richtig abgesahnt. Ey, wir haben gerade viel zu viele Rohstoffe. Man muss dazu noch sagen, wir spielen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das habe ich bis jetzt noch nicht so wirklich bemerkt. Die Karte. Verwandle eine beschädigte Einheit in einen Bären. 22. Das ist sogar ein Ticken besser, glaube ich. Das Ablenkungsmanöver spiele ich eigentlich fast nie, ne? Das bringt eigentlich nicht so wirklich viel. Wir machen das mal. Eine beschädigte Einheit. Ich hoffe mal, das Problem ist halt, wenn wir keine Beschädigten, also wenn der Gegner uns keinen Schaden macht, dann liegt die halt einfach nur rum.
können immer noch nichts bauen. Ja. Ne. Das heißt, wir sitzen jetzt erstmal auf unseren Sachen rum. Hier sind die Schäden nicht so schlimm. Nilfgaard hat die Hauptstadt wohl noch nicht angegriffen. Wir werden nur auf Vortruppen und Plünderer stoßen. Das hoffe ich sehr. Gut, wir gucken einmal, ob wir bis jetzt irgendwo Loot übersehen haben. Ne, alles abgegrast. Gut, dann geht's weiter. Da ist noch ein Schnellreisepunkt. Und da unten ist Loot, da kommen wir gerade nicht dran. Gehen wir einmal hier rein. Hallo, Freunde. Hier ist nichts? Oh. Ich dachte, hier wäre wenigstens ein Event oder sowas. So. Also nach links, da ist ein Anschlagbrett und dann gucken wir mal oben alles durch. Ah, da ist auch noch ein Event. Okay. Neue Markierung. Hier ist ein Rätsel, da ist ein interessanter Ort. Da wären wir aber eh lang gelaufen. Okay, gucken wir mal hier. Die Invasion Nilfgaards erforderte gewisse Schritte. Mewe schickte Befehle zur allgemeinen Mobilmachung an alle Garnisonskommandanten und hoffte, dass in Gridam entsprechend frische Truppen auf sie warten würden. Doch leider hatte Hauptmann Grix nur schlechte Neuigkeiten. Majestät, ich habe nicht mal genügend Leute, um die Mauern zu bemannen. Die Mobilmachung hat kaum Rekruten eingebracht und täglich desertieren mehr. Die Leute haben Angst. Sie glauben nicht an einen Sieg. Den Sold erhöhen, eine Ansprache halten, die Städte zum Dienst zwingen. Ja, wir erhöhen den Sold, wir haben eh genug. Da Heimatliebe als Motivation offenbar nicht ausreicht. Mewe stand auf. So muss wohl Geld sprechen. Hauptmann, lasst bekannt geben, dass alle neuen Rekruten doppelten Sold erhalten. Mewes Entscheidung war teuer, aber wirksam. Vom Gold gelockt schrieben sich die Städter in Scharen ein. Die Königin verließ Gridam etwas ärmer, aber in der Gewissheit, eine stärkere Streitmacht zurückzulassen. Hat das jetzt irgendwas geändert? Oder hatten wir vorher schon, hatten wir vorher schon 114 Rekruten? Ich glaub nicht. Nichts motiviert einen Soldaten so wie klingende Münzen. Okay. Hier geht's runter. Hier ist noch Loot. Ich wollte aber eigentlich erstmal oben rumgehen. Mit dem kann man reden? Nein, mit denen auch nicht. Okay. Da ist ein. Ist das ein Anschlagbett? Oder ein Ort? Ein Auftrag. Für ein Monster. Interessant. Wir machen den Witcher. Huch. Was war's? Können wir das irgendwie lesen? Nee. Okay. Das heißt, hier läuft irgendwo ein Monster rum. Ich wäre gerade fast an dem Loot vorbeigelaufen. Hier ist was. Erstmal Loot nehmen. Majestät, in der Hütte lebt eine Kräuterfrau, die von den hiesigen Bauern sehr geschätzt wird. Ihre Tränke und Salben haben schon viele Wunden geheilt und Leben gerettet. Möchtet ihr Heilmittel aus ihrem Vorrat erwerben? Ja, für 75 Gold auf jeden Fall. Die Karte ist jetzt vollständig. Sehr gut, gucken wir mal. Die sah nämlich ziemlich fies aus, was die so macht. Stelle die Basisstärke aller gegnerischen Einheiten wieder her. Vielleicht, wenn wir mal gegen irgendwen kämpfen, der seine Einheiten total verstärkt. Aber so jetzt im Blauen würde ich da nicht einfach drauf gehen. So, rechts hoch. Da ist Loot und ein Puzzle. Huch, Elementar. Cool. Ich mag Elementare. Der Legende nach lebte in Krimdan einst ein Magier namens Cornelius der Weiße. Nach einem Konflikt mit dem Oberen der Stadt musste er rasch flüchten. Zuvor versteckte er jedoch sein ganzes Vermögen in einer nahen Kluft. Er argwöhnte, dass andere nach dem Schatz trachten würden und versah ihn daher mit einem Wächter. Töte alle Gegner. Das kriegen wir hin. Sind mindestens 3 Kopien dieser Einheit vorhanden, kombiniere sie zu Nidra Dao. Todeswunsch, generiere 2 Felsen. Okay. Wir spielen einfach erstmal die Wagenburg. Schadet ja nicht. So, was macht das? Einschränkung, was ist Einschränkung? Bosse können nicht anvisiert werden, okay. Zerstört die Einheit zur Rechten und verbessere diese Einheit um deren Stärke. Handelt es sich...
Okay. Würde ich jetzt erstmal nicht machen wollen. Ah, damit können wir später hier die Streitwagen, die leichte Infanterie zerstören. Ich brauche ein Ziel. Okay, wir haben mindestens 3 Kopien. Okay, dann werden wir unseren Zug. Haben wir. Nee, nee, war nicht. Dann schießen wir jetzt mal. Das schafft mir viel Einladung. Eigentlich macht das. Nein. Eigentlich macht es jetzt Sinn, die beiden so umzuschießen, weil wir können später nochmal. Es sind mindestens 3 Niere da, fahren, kombiniere sie zu Dao. 5 Schaden müssen wir jetzt machen. Okay, dann spielen wir jetzt den. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Jetzt schießen wir einen von denen um. Lyrian! Zu beenden. Dann kommt der hier hin. Ihre Majestät ist und außergewöhnlich. Schießt auf die. Und jetzt kommt der Dao. Wie stark ist der? 10 darf der sein. Ja, 9. Okay, perfekt. Weil dann können wir. Ach, zu beenden. Dann können wir jetzt nämlich sagen: Zerstöre die Einheit zur Rechten. Zack. Der macht einen zufälligen Gegner 5 Schaden. Genau. Dann machen wir das Ganze nochmal. Was? Okay. Okay. Das Ende habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber wir haben es geschafft. Hab nicht durchgelesen, was der Dao kann. Morana Runenstein. Wir zünden aber gerade ganz viele von. Also wenige Einheitenkarten, aber viele so Sonderkarten. Heile alle verbindeten Einheiten und stärke sie um 2. Boah. Das ist, glaube ich, sogar noch besser als die Madroeme-Karte. Nice. Und jetzt können wir noch weiter looten. Gut, dass es einen Steinhaufen Holz gibt. Ja. Ach, cool. Haben wir das nämlich auch abgegrast. Dann gehen wir jetzt hier links rum. Leveln und looten. Huch, da leckte es kurz. Leveln und looten. Ach, jetzt müssen wir komplett außen rum, bis wir da hoch können. Ah, hier rein. Hier ist ein Schnellreisepunkt. Einmal aktivieren. Ich weiß nicht, ob man den nur sehen muss, um den zu aktivieren. Da geht's runter. Hier ist was. Die für eine Karte. Ja, 50 Gold, klar. Also, meine Herrin, der Bewohner der Hütte, ein Bauer namens Bogan, möchte euch etwas mitteilen. Er behauptet, jemand habe im Schutz der Nacht irgendwelche Schätze in der Nähe des Obsthains vergraben. Gegen eine kleine Gebühr würde uns eine Karte zeichnen, damit wir wissen, wo wir suchen sollen. Ja, 50 Gold, locker. Axt mit 2 Bänken und einem Baum. Axt mit 2 Bänken und einem Baum. Merken wir uns. Axt mit 2 Bänken und einem Baum. Hier ist ein Fragezeichen. Kommen wir da hin? Ach, da müssen wir hier durch. So. Das war's hier. Ja. Ich glaube, da war die Axt und die Bäume. Außen rum. Hier noch das Event. Als Mebe mit ihrem Gefolge die roten Wiesen überquerte, hörten sie laute Stimmen. Wie bitte? Das reicht jetzt! Ich fordere dich hiermit zum Duell! Duell? Unfug! Eher lege ich dich über die Knie und gerbe dir dein Gaunerfell! Als die Königin sich den Streithähnen näherte, erkannte sie die Herren Karrenknecht und Mansfeld. Die beiden Adligen stritten sich um einen Obstgarten auf der Grenze zwischen ihren Liegenschaften. Beide Edelmänner hatten bewaffnete Gefolgsleute dabei, die mehr als bereit schienen, aufeinander loszugehen. Okay, wir müssen als sie Mewe sahen, senkten die Herrschaften die Stimmen und verbeugten sich. Doch sie konnten sich nicht lange zusammenreißen und setzten ihren Zank alsbald fort. Euer Gnaden, Mansfeld hat sich Land genommen. Nein, gestohlen, das sich seit Generationen in unserem Familienbesitz befindet. Als Entschädigung für seine ruchlosen Taten. Die Mühle in Firchen niederzubrennen, nur weil ein wenig Sägemehl im Mehl war. Also wirklich. Ein wenig nennst du das? Meine Landarbeiter sind krank, die Köche fiebrig, alles von diesem Mist.
Und du bist ein Gauner! Ein Gauner und ein Dieb! Mewe beschloss, die Angelegenheit zu entscheiden, obwohl sie vor der Aufgabe stand, die Invasion Nilfgaards abzuwehren. Renar kannte die Geschichte der Familien in Lyrien und Rivien bis in die 7. Generation und beriet sie. Ich würde für die Karrenknechts entscheiden, aber euer Gnaden muss es selbst abwägen. Die Mansfells dienen seit jeher der Krone und waren mit ihren Tributzahlungen noch nie im Verzug. Während die Karrenknechts, nun, sie sind Scharlatane, die der Krone Tausende schulden. Viele Tausende. Mhm. Der Obstgarten wird geteilt. Ich hätte gern nochmal das vorher lesen können. Wem, weil ich ja vorher gehörte und wer sich den jetzt genommen hat und wer was war. Keine Ahnung, das klingt aber so, die sind Scharlatane. Und schulden uns Geld, deswegen würde ich denen halt auch eher fürs Schulden nichts geben. Geteilt wäre natürlich die fairste Version. Warum würde er denn für die Karrenknechts entscheiden? Der Satz macht überhaupt keinen Sinn. Die Mansfells, wir geben es den Mansfells, die dienen der Krone, die haben das verdient. Ich ziehe es vor, wenn der schuldenfreie Vasall den Garten erhält, sagte Mewe. Daher geht er an Mansfeld. Aber die Gesetze sagen... Ich bin das Gesetz, Karrenknecht. Karrenknecht wollte weiter diskutieren, doch ein kurzes Schnauben von Renard erinnerte ihn daran, dass er vor seiner Königin stand. Mansfeld dagegen war so zufrieden, dass er Mewes Armee um eine großzügige Anzahl Bewaffneter ergänzte. Oh, und Rekruten gehen wir auch noch. Gucken wir mal, was die dazu zu sagen haben. Also, lieber Karren. Okay. Hier ist die Axt und die Bänke, hier ist der Schatz. Diesen Avatar, ja, den mit dem Schnickenbart. Schick und Schnieke habe ich jetzt gerade vertauscht. Oder vermischt. Den muss man doch